Eine Sprecherin von Alexei Nawalny hat vor einer möglichen Vergiftung des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers gewarnt. Wir schließen nicht aus, dass Alexei Nawalny in diesem Moment langsam vergiftet wird, langsam getötet wird, damit es weniger Aufmerksamkeit erregt, schrieb Kira Jamisch am Donnerstag auf Twitter. Der 46-Jährige leide in der Haft an einer mysteriösen Krankheit, bei der es sich um ein langsam wirkendes Gift handeln könnte. Er habe in gut 2 Wochen 8 Kilogramm an Gewicht verloren. Nawalny werde in einer Strafzelle mit akuten Schmerzen ohne medizinische Hilfe festgehalten, schrieb Jamisch. Die russische Regierung wollte diese Darstellung nicht kommentieren und erklärte sich im Übrigen für nicht zuständig. Nein, wir überwachen die Situation um Nawalny nicht und wir haben auch keine Möglichkeit dazu. Wir haben nicht die Befugnisse. Wir sprechen über einen Gefangenen, über eine Person, die eine Strafe verbüßt. Das ist eine Angelegenheit für den föderalen Strafvollzugsdienst. Der ehemalige Anwalt Nawalny überlebte 2020 nur knapp einen offensichtlichen Vergiftungsversuch während eines Fluges in Sibirien, bei dem westlichen Labortests zufolge ein Nervenkampfstoff verwendet wurde. Russland bestreitet, dass der Staat versucht hat, ihn zu töten. Nawalny war wegen dieser Vergiftung in Deutschland behandelt worden, kehrte aber 2021 freiwillig nach Russland zurück. Dort wurde er bei seiner Ankunft verhaftet und wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen und Betrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Nawalny sprach von einem politisch motivierten Verfahren. Er ist in einer Hochsicherheitsstrafkolonie etwa 250 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Auch die Bundesregierung hatte sich bereits mehrfach besorgt über den Gesundheitszustand Nawalnys geäußert und seine Freilassung gefordert.